Bei den Serien Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärts laufenden Timer, müsst das Ganze also auf einer Seite eurer Wahl oder mit eurer DVD, Blu-ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir schauen in die neue Folge von Haus des Geldes rein, beziehungsweise in Folge 3 von der vierten Staffel. Falls ihr meine Haus des Geldes Playlist abchecken wollt, wo ihr alles absehen könnt, nachgucken könnt, falls ihr es machen wollt, macht es gerne, Freunde, ich werde es hier oben ins i packen, so wie immer. Ansonsten freue ich mich jetzt drauf, reinzuschauen, Leute. Es ist crazy, was gerade abgeht. Es sind so viele Wendungen immer. Es sieht immer einigermaßen gut aus, beziehungsweise ist es in dieser Staffel eher andersrum, dass es wirklich schlecht aussieht. Dann gibt es wieder irgendwas, was uns Hoffnung bringt, ja. Der Professor ist gerade kurz davor zu proven, sag ich mal, dass Lissabon noch lebt. Was gerade so mit der heftigste Turning Point wäre. Und ich bin einfach gespannt, inwiefern wir jetzt hier die Wendung hoffentlich sehen werden. Mit Nairobi sieht es immer noch nicht gut aus, Jungs. Palermo ist auch noch ein Problem. Es sind viele Sachen am Start, die gerade eigentlich nicht so gut sind. Deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Die Folge heißt Lektion in Anatomie, was schon mal kein gutes Omen ist. Aber gut, wir schauen rein, Freunde. Die Folge geht 42 Minuten und 8 Sekunden. Wir drücken auf Play. Macht euch ready, Leute. In 3, 2, 1. Alright. Alright, 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 let's go. Ooh. Diese Sendung enthält Produktplatzierung, okay? True, true. Flex. Ey, die Aufnahmen sehen schon nice aus. So, die Frage ist halt, ob er es verkackt oder nicht. Huch. Okay, gut, wir haben es geschluckt. Okay, dann haben sie genug eingeschüchtert. Oh, creepy, Mann. Also wenn er mitspielt, dann proven sie es halt. Dann können sie es Lissabon proven. Dass er es weiß. Abarababa. Oh, in Bar. In Bar, Bruder. In Bar. Oh. Holy shit, Digga. Ich meine, er macht ja. Der Professor ist ja der Professor ist ja obvious gerade der Gute. Ja, sag es. Prove es. Prove es, ja. Oh. Er weiß es jetzt. Er weiß es safe jetzt. Oh, es ist geproved.
Boom, okay, es war klar, dass sie irgendwas machen. Geil! Echt? Schlechter Zeitpunkt. Och Mann, Alter. Ach nee. Ach Bruder, warum denn? Das ist jetzt schon viel zu oft passiert, Jungs. Ich weiß nicht, wie viele Verliebte und Paare es jetzt hier schon gab, aber die Zahl ist deutlich zu hoch. Deutlich zu hoch. Oh Mann, Alter. Okay, aber Clean Professor hat die Message jetzt 100% safe. Er wusste es ja vorher eigentlich schon, aber jetzt weiß er safe. Und der Polizist wird es ihr ausrichten, Alter. Oh, ich bin auf die Reaktion gespannt. Ah, von Lissabon, Alter. Nice, Mann. Ach, hoffen wir bloß das Beste für Nairobi, für Palermo. Also, dass Palermo irgendwie noch zu Sinnen kommt. Tag 1 ist Überfall zu 0, okay. Ach Mann, Alter. Das ist sad. Das ist echt sad. Das Brot kann ich anfreunden, ich sag's mal so. Ehre. Oh, jetzt. Ach, komm schon, wo ist der Policeman? Gleich Trüffelschweinchen. Da kommt der Policeman. Ja, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, okay, okay. Okay, er hat die Uhr an. Clean, safe, clean. Aber er kann jetzt nicht einfach interrupten.
Weil er ist so mäßig der Hofnarr und sie ist die Königin. Er kann da nicht einfach reinlatschen. Anton Jansas. Wie eine Eule, Digga. Fuck! Aber Zacki-Kacki. Sie macht ihr halt guten Druck. Okay, gut. Same, Alter. Das war mein erster Gedanke auch. Das war mein erster Gedanke, als sie gesehen hat, dass sie schwanger ist, Mann. Das arme Kind. Vor allem, sie raucht ja auch die ganze Zeit einfach und trinkt übermäßig viel Kaffee. Er hat, ja. Ja, aber er hat einen Punkt, Bro. Alle haben schweißige, eklige Kackfüße so. Na, ah, er hat auch einen Punkt. Das ist true, das ist true. Das ist true. Das ist, man schaut, das sieht echt gut aus, Mann. Ehre, Mann. Und ist absolut mehr wert als mein Leben. Oha. Ja, true. Er muss sich echt verändern. Oha, wie jung er da aussah, mal diese Flashbacks. Er war echt ein bisschen lebensfroher. Lange her. Lange her. Ich meine, er hat viel Kacke durchgemacht, haben sie alle. Aber er hat ein bisschen die Lebenslust verloren, gefühlt so mäßig. Er war eingesperrt in seinem eigenen Kopf.
Ich würde nichts machen, was er mir sagt. Nichts. Weil alles zu seinem Plan gehört. Nein! Der hat sich mit dem Typen dort verbündet, oder nicht? Der hat sich mit dem verbündet, glaube ich, hier mit dem Glatzi-Matzi. Vertraut nie jemanden, der das so zu euch sagt, Jungs. Merkt euch das. Vertraut nie, nie, nee, 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 hey, hey, hey. Ja. Nie gesehen, Jungs. Nie gesehen, Mann. Auch nie gesehen. Wobei, doch, Elgin habe ich gesehen. Glaube ich. Keine Ahnung, Mann, okay. Ey, aber Palermo wird ihn auch nur ficken wieder, das merkt man schon. Er ist so gut im Manipulieren, er ist so gut im Manipulieren. So gut im Manipulieren. Diese Musik, Alter. Wo sind wir? Was machen wir? Klärt mich auf. Was haben wir hier für eine Badge-Höhle auf einmal, hä? Oder ist das diese Lagerhalle, wo sie früher schon mal drin waren? Das sieht aber so neu aus. Nee, waren wir noch nicht. Oder ist das der Kontrollraum, der alte? Könnte der alte Kontrollraum sein. Ah. Okay, es ist das alte Ding. Ey, würde man bei mir mit Schwarzlicht durch das Zimmer gehen, Jungs, ich wäre gefickt. Huch. Ja. Fuck. Das willst du vom Professor nicht hören. Na. Bruder, Ravioli sind so ehrenwert. Boah, ja. Ich mache mir nachher auch noch Nudeln, Jungs. Ich habe jetzt so Bock bekommen gerade. Nur weil er es gesagt hat.
Man darf ihm nicht vertrauen, aber er ist halt auch ein Genie-mäßig. Palermo ist auch heftig. Man kann ihm aber nicht trauen. Schwierig, Mann. Oha. Wer ist er? Was? Sorry? Irgendwas ist mit diesem dicken Typen da hinten, Mann. Ey, was ist mit den Jungs da hinten? Ja, er hat recht. Ja, aber anders. Ja. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ehre, Ehre, Ehre. Nimm ihn hops. Boah, ich dachte, es eskaliert jetzt. Hä? Als ob er das einfach so hinnimmt. Ich dachte, gibt es so eine Kopfnuss oder irgendwas. Ey, das kommt nochmal in der Backstory mit dem Typen. Das kommt nochmal in der Backstory, glaube ich. Möglicherweise hast du recht. Viel Spaß dabei. Okay, mach das. Oh nein, oh nein! Huch. Oha. Jungs. Das will er nicht mehr. Aber sie testet ihn gerade auch nur. Ach Mann, ich dachte, es kommt noch so ein Turning Point.
Ja, sie war enttäuscht, Digga. Im BD, Digga. Auch fancy. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Oh ja, do your thing, Bro. Fuck. Zeig einfach die Uhr, Bruder. Bitte. Oh. Shit, Alter. Okay. Im Hinterkopf überlegt er sich schon einen Plan. Im Hinterkopf hat er schon einen Plan. Real Talk, im Hinterkopf überlegt er sich schon einen Plan. Creeps unter sich einfach. Oha, das Zwinkern habe ich gefühlt. Also, hallo? Ach Mann, wenn sie drin ist, kann er nicht reingehen. Er kann nicht reingehen, wenn sie drin ist. Oder war er schon drin? Nee, noch nicht. Oha, gleiches Handy wie ich, Bruder. Oh ja, ich hoffe, sie geht raus. Oh nee, sie setzt sich wieder hin. Ey, sie ist so ein Creep. Oh, sie ist so ein Creep einfach.
kann man so creepy sein? Jetzt muss der Typ reinkommen. Jetzt komm rein. Bitte. Der Typ muss jetzt reinkommen. Jetzt oder nie. Er hat noch 30 Sekunden. In den nächsten 30 Sekunden. Er muss reinkommen jetzt. Und einfach reinplatzen. Komm mal, was wolle. Er muss jetzt kommen. Ey. Es darf jetzt nicht so scheitern. Aber er kann halt nicht rein, wenn sie drin ist, oder? Oh, okay, sie ist die Uhr. Okay, und der Blick? Und der Blick. Die Uhr und der Blick haben gereicht, oder? Okay. Boah, Bruder. Seid ihr wieder barfuß? Ich seh's doch, ich riech's doch. Chumpa Chumpa. Oh, ich hab das Lachen so vermisst. Oh. Das, was Rio durchgemacht hat, Mann. Das wünscht man keinem. Alter. Krass. Ja, richtig ehrenlos, dass sie darüber so lachen, Mann. Ich meine, sie wissen halt nicht genau, was sie sagen, aber wenn sie es gewusst hätten, so ehrenlos. Er hat einen Plan in seinem Kopf jetzt schon.
wie sie sie rausholen. Ich weiß es doch schon. Oh nein. Oh nein, der wird umgelegt. Der wird umgelegt. Den sehen wir nie wieder, den Typen. Der ist weg. Tschüss. Ja. Ja. Ja, exakt das ist es. Ja, True, er ist eigentlich so einer. Ja. Wenn er was anfängt, möchte es auch beenden. Ich glaube, Palermo liebt es auch, wenn er sowas changen kann. Wenn jemand Hilfe braucht und zu ihm kommt und er die Lösung dafür hat, das liebt er, glaube ich. So würde ich ihn einschätzen. Und das ist halt gerade passiert. Genau das ist passiert. Trotzdem, der dicke Typ, der über, ja, ich wollte gerade sagen, der über die Kollege gelacht hat, der ist jetzt RIP. Oh. Oh, die ist. Fühle ich. Oh. Wow. Oh. Oh! Holy shit! Oh! Was ist ein Viereckbein? Echt? Nicht, nicht zu Hause nachmachen, Jungs und Mädels. Och nein, ich will das Knacken nicht hören. Ich will das Knacken nicht hören. Nein, ich will das Knacken nicht hören. Oh nein, ich will das Knacken nicht hören. Lass es. Oh. Oh, ich mir nur vor. Oh, oh. Juckt, wenn ich mir das so vorstelle.
Er wird nicht schießen. Hast du es wieder eingerenkt? Renk's wieder ein, Mann. Ja, das ist der Plan. Ja, schieß ins Bein einfach. Was heißt einfach, aber. Nicht Oberschenkelarterie treffen. Schienbein. Rein damit. In Fuß. In die Schulter. Naja. Ach, Kacke, Mann. Alter. Ach, Jungs. Also Nairobi ist aufgewacht, ja? Aber es sah auch aus, als ob sie einen Anfall bekommen hat, irgendwie. Rio sah, ist das Gegenteilige passiert. Er ist eingeschlafen gefühlt, auch mit einem Anfall. Ja, scheiß auf, Alter. Also, der Plan von Palermo funktioniert gerade. Der Typ ist abgehauen. Ich weiß noch nicht, wie Palermo sich freimachen will, aber er kriegt es irgendwie wieder hin. I guess. Ich dachte echt, dass Rio schießt, aber vorbeischießt irgendwie. Oder dass er irgendwie, keine Ahnung, dass. Ach, ich weiß es nicht, Mann. Oh shit, okay. Lissabon, saved. Der Typ hat es ihr erzählt. Beziehungsweise der Typ hat die Uhr gezeigt. Sie hat es gecheckt. Und ich hoffe, es ist erstmal clean. Trotzdem ist jetzt ihre Tochter und Grandma, also ihre Mutter, in Gefahr. Immer noch. Weil sie halt immer noch den Aufenthaltsort wissen. Damn. Crazy, Mann. Und der Professor verlässt sich jetzt halt echt krass auf Palermo, weil er gerade lost ist ein bisschen. Das erste Mal so richtig, richtig machtlos gefühlt. Crazy. Jungs, bin gespannt, wie es weitergeht, Mann. Weil jetzt, wo der Typ frei ist. Es sind gerade, alle haben gerade so einen kleinen psychischen Knack mäßig. So gut wie alle sind gerade ein bisschen neben der Spur. Auch noch wegen der Nairobi-Sache. Sieht nicht gut aus. Aber wir müssen uns jetzt, auch wenn es sich dumm anhört, wir müssen uns auf Palermo verlassen. Das ist nie gut. Wir werden sehen, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Bis dahin bleibt fresher, so wie immer. Und.